Das hier ist der Tevo Tarantula, ein 3D-Drucker, den ich in China für 200 Dollar bestellt habe, der aber 80 Euro Zoll noch zusätzlich gekostet hat. Aber ich freue mich total, den zusammenzubauen. Ausgepackt. Das ist alles sehr, sehr schön in diesen Schaumstoff eingepackt und auch sehr sicher transportiert. Das macht im Prinzip Spaß. Allerdings ist die Anleitung so ein bisschen wie eine IKEA-Anleitung, nur weniger umfangreich. Das heißt, es sind ganz wenig Seiten und ich muss mir so ein bisschen zusammensuchen, welches Teil was ist. Es gibt zwar für den kleinen Teilen solche beschrifteten Tütchen, das ist gut. Andererseits gibt es zum Beispiel kein Tütchen mit A1 und deswegen ist das unter Umständen jetzt alles ein bisschen schwieriger als ich dachte, aber ich denke, mit den Bildern hier kriege ich das schon hin. Das waren jetzt ungefähr 4,5 Stunden Arbeit und es haben sich einige Probleme ergeben. Zum einen, also das größte Problem ist diese Anleitung. Im Gegensatz zu IKEA sind also viele Schritte überhaupt nicht erklärt und ich habe jetzt hier auch zum Beispiel Teile übrig, die in dieser Anleitung nirgends zu sehen sind. Auch ein weiteres Problem ist diese Entkopplung zwischen Z-Achsenmotor und der Trapezspindel. Weil nämlich
die hier überhaupt nicht auf die Spindel drauf passt. Ich werde jetzt das gleich mal ausmessen und dann versuchen aufzubohren. Zusammenbau ist abgeschlossen. Im Prinzip sieht das alles aus, als ob sich das hier bewegen könnte. Ein paar Teile sind übrig geblieben. Das macht mich ein kleines bisschen nervös. Aber andererseits, bei der Anleitung geht es wahrscheinlich einfach nicht besser. Mal sehen, was rauskommt.